Guten Tag. Hallo? Ja, blub, blub. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Laura Lippenstift? Ja. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Manuel. Manuel? Ja, was möchten Sie denn? Alex Braun am Apparat. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder drei Telefonate mitgebracht. Drei Telefonate, die, naja, wie immer nicht gruseliger laufen könnten. Doch, naja, eigentlich wollen sie ja von einer seriösen Firma sein. Irgendwie funktioniert das nur immer wieder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei wahnsinnigen Telefonaten. Guten Tag. Hallo? Ja, blub, blub. Ja, guten Tag. Entschuldigung, falls ich Ihnen gestört habe, aber Herr Habeck, es geht über eine Anmeldung, die Sie gemacht haben über Bitcoin, ja? Aha, blub, blub. Okay. Nochmal? Aha, blub, blub. Herr Habeck, so ich wollte Ihnen fragen, haben Sie Interesse, ein Konto zu aktivieren, ja oder nein? Ja, blub, blub. Warum machen Sie so, Herr Habeck? Was denn? Blub, blub. Nochmal? Was denn? Blub, blub. Ja, diese Noise, warum machen Sie zum Beispiel? Was für ein Ding? Blub, blub. Herr Habeck, ja, diese. Was ist das? Was denn? Blub, blub. Herr Habeck, das ist wirklich interessant. Ja. So, ich wollte... Ich wollte gern seriös mit Ihnen zu sein und zu sprechen. Falls Sie kein Interesse haben, Sie können das mich nur sagen und das ist fertig. Aber das ist meine Arbeit und ich wollte gern das zu respektieren, bitte. Aha. Okay. Nein, okay, dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Habeck. Ich bin nicht, du Betrügerin. Ich bin kein Betrügerin. Doch. Warum meinen Sie so denn? Ja, weil Sie eine Betrügerin sind. Blub, blub. Und warum meinen Sie es? Ich wiederhole mich ja nur ungern, aber die nette Dame ruft ja von einer angeblichen Tradingbank an und möchte von euch ja in der Regel 250, 500 oder sogar 1000 Euro haben. Tja, warum gibt die sich da nicht ein kleines bisschen Mühe? Ich meine, gut, das Gespräch, das ist hier aus dem Untergrund. Aber auf das Wort Betrüger, da springen sie alle sofort drauf an. Na, weil Sie eine betrügerische Stimme haben. Eine betrügerische Stimme hart, meinen Sie? Ja, Ihre Stimme ist ganz schön hart. Also, und zum Beispiel, was sind Sie? Ich bin ein Fisch. Was sind Sie? Ein Fisch. Okay. Ja. Ja. Fisch ist gut, ja? Ja. Okay. Das macht Ihnen einen guten Fisch. Ja, so macht ein Fisch. Blub, blub. Und ein Mensch, wie macht? Ein Mensch macht, ich betrüge dich. Blub, blub. Wie macht ein Mensch? Mäh. Blub, blub. Also? Ja. Blub, blub. So, Sie meinen, die Sie nicht ein Mensch sind, oder? Ja. Blub, blub. Es ist am besten, ein Fisch zu sein oder ein Mensch? Ich habe gerade ein Eis gegessen und gekleckert. Blub, blub. Sie haben ein Ei gegessen? Ein Eis. Blub, blub. Eis, okay, das ist sehr gut. Und ich habe Ihnen etwas anderes gefragt. Was ist am besten zu sein, ein Fisch oder ein Mensch? Ein Kohlrabi. Blub, blub. Aber Sie haben nur zwei Alternativen. Auswählen Sie einen, bitte. Mensch oder Fisch? Da kann ich mich nicht entscheiden. Blub, blub. Sagen Sie, nein. Fisch oder Mensch? Ein Maulwurf. Blub, blub. Ein Euro. Ein Maulwurf. Blub, blub. Ah. Aber zwischen Fisch und der Mensch, was werden Sie auswählen? Die Karotte. Blub, blub. Zwischen dieser... Beide, was ich Ihnen gesagt habe. Was würden Sie auswählen? Jobbett. Das ist nicht als Alternativ. Nee? Nein.
Wie macht deine Katze? Ich habe Ihnen etwas gefragt und ich habe keine Antwort bekommen. So, ich kann Ihnen auch nicht eine Antwort bekommen, wenn ich gar nichts etwas von Ihnen bekomme. Ja, Sie sollen mich etwas geben, damit ich Ihnen etwas geben kann. Blub, blub. Ist das so? Nee. Blub, blub. Guter Fisch, es ist nicht so. Wie ist das? Blub, blub. Ja, also ich habe Ihnen gesagt, wie ist das dann? Sagen Sie mir, wie das ist. Nein, über was ich Ihnen gesagt habe, frage ich. Mit dem Eis? Ich habe blub, blub. Mit dem Antwort. Vom Eis? Blub, blub. Nicht von Eis. Haben Sie da kein Eis? Blub, blub. Aber Sie haben nicht über ein Eis mich gefragt, Sie haben mich über eine Antwort gefragt, ja? Ja, Herr Habeck? Blub, blub. Ich bemerke, dass Sie nicht so klug sind. Ja? In meinem Gespräch. In deinem Gespräch? Bla, blub, blub. Nicht in meinem Gespräch, in einem Gespräch. Gespräch kann nicht nur bei mir sein. Aha. Ein Gespräch kann beim zwei Leute sein, ja? Zum Beispiel ich und du. Ja, blub, blub. Okay, so es ist cool. Nicht nur bei mir. Blub, blub. Fingern po, Mexiko. Blub, blub. Ja, und dann haben wir die nette Betrüger-Lady vergrault. Hat sie keine Lust mehr gehabt, mit uns weiter zu diskutieren. Aber schon irgendwie interessant, wie lange die so am Telefon bleiben, obwohl das Gespräch nicht mal im Ansatz irgendwie noch sinnvoll ist. Tja, ich weiß es nicht, ob die sich jetzt hier tatsächlich doch noch irgendwie eine Einzahlung erhofft hat. Naja, aber klar war ja, dass die hier von uns definitiv kein Geld mehr bekommen wird. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Laura Lippenstift? Ja. Ich heiße Eden Faith. Ich bin die Account Manager von Trade Union. Sie hatten sich auf unserer Plattform registriert. Habe ich recht? Okay. Darf ich fragen, haben Sie Erfahrung beim Trading? Nee. Nie. Das erste Mal. Okay. Gucken Sie dann, 250 Euro, das ist der Mindestbetrag, damit können Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Und nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren, also ich werde dabei helfen, wird sich morgen der Finanzanalytiker melden. Ja. Und er wird Ihnen alles zeigen und alles erklären. Also was uns die nette Betrüger-Lady eigentlich sagen möchte, man ist zu blöd, sein eigenes Konto hier zu aktivieren, deswegen ruft jemand an, weil, naja, man muss ja irgendwie mit Nachdruck dann dafür sorgen, dass der Kunde sein Geld in diese Firma versenkt. Normalerweise ist es ja so, man meldet sich auf irgendeiner unseriösen Datensammelwebseite an und dann öffnet sich direkt, ja, nach der Anmeldung eine Webseite, auf die ihr dann zuerst angemeldet seid. Es folgen dann später, in Zukunft natürlich noch 100 weitere, mindestens. Aber naja, das Ekelhafte daran ist, ihr landet nach der Anmeldung nicht einfach nur auf irgendeiner Webseite, sondern direkt im Zahlsystem der Webseite. Was diesen Anruf hier vom Prinzip eigentlich komplett überflüssig macht. Interessiert aber die Betrüger nicht. Denn mit Nachdruck lässt sich wahrscheinlich nochmal etwas besser das Geld verdienen, indem der Betrüger nochmal anruft und einfach fragt, ja, wann und wie und wo. Tja. Und das Ganze tarnt man dann als Helfen. Dass das Ganze dann allerdings eine Kaltakquise ist und in Deutschland rechtlich so nicht erlaubt ist, das erzählen sie euch nicht. Denn ein Double Opt-in haben wir auf der Webseite nicht gegeben. Das heißt, wir haben nicht bestätigt, dass wir einen Werbeanruf haben möchten. Und das, was sie hier tut, auch wenn sie es immer wieder abstreiten, ist nichts anderes als ein Werbeanruf, in dem man euch irgendwas verkaufen möchte. In diesem Fall ist es ein Trading-Produkt. Da kommt es auch viel weniger auf die Summe an. Auch ein Cent ist ein Verkauf, wenn ich den Cent von euch ja mit einer Rechnung hinterher belege. Und das ist einfach das Ekelhafte. Die rufen direkt an und schauen, dass sie die Leute dazu bewegen, wirklich Geld auf ihrer Plattform einzuzahlen. Denn so hat der Kunde wenigstens keine Zeit, noch irgendetwas unseriös auf der Webseite zu befinden oder zu finden. Und das ist eigentlich auch schon der Grund des Anrufs. Nicht, weil man euch irgendwie helfen möchte.
Und alles, was Sie machen müssen, ist Ihr Kontostand überprüfen und so ungefähr 30, 40 Minuten pro Woche für den Finanzanalytiker haben. Aha. Er wüsste Sie Trading. Verstehen Sie? Mhm. Okay, sind Sie jetzt dann bereit, das Account zu aktivieren? Wie macht man das? Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Also kann ich dann Sie per E-Mail anschreiben? Ja. Okay, gleich. Lirum Larum Löffelstiel. Wie bitte? Ja. Ich muss noch fragen, welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Visa, Mastercard, Online-Banking? Genau. Also welche? Das, was Sie gesagt haben. Visa, Mastercard oder Online-Banking? Genau. Welche Zahlungsmöglichkeiten wählen Sie? Was meinen Sie? Also Zahlungsmöglichkeiten. Es gibt ja die Visa, es gibt eine Mastercard, es gibt auch Online-Banking. Okay. Und welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Alle. Also alle drei? Ja. Mit welcher Summe wollen Sie dann einsteigen? Weiß ich nicht, was kann man denn? Wie bitte? Weiß ich nicht, was kann man denn? Also, gucken Sie, der Mindestbetrag ist 250 Euro. Und für Anfänger hätte ich gesagt, dass Sie können auch das anprobieren. Mhm. Und wenn Sie mit 250 Euro beginnen, erhalten Sie so einen Bonus von 50 Euro. Wenn Sie mit 500 Euro beginnen, erhalten Sie einen Bonus von 150 Euro. Und wenn Sie mit 1000 Euro beginnen, erhalten Sie einen Bonus von 200 Euro. Sind Sie noch dran? Hallo? Ja, ich bin hier. Ja, Sie reden nicht mehr. Achso, ich suchte einfach die E-Mail. Achso. Aha. Also die E-Mail lirum.larum. Ja. Also diese E-Mail, habe ich recht? Welche? Ich habe nicht ganz verstanden. Gucken Sie. lirum.larum.leofelstil. Ja. Zauberflöte.de. Zauberflöte.de, ganz genau. Okay, ich schreibe Sie an. Einen Moment bitte. Hui. Kann ich fragen, welche Zahlungsmöglichkeiten wollen Sie jetzt benutzen? Egal. Es ist Ihnen egal? Ja. Also Sie haben alle von denen, auch eine Visa, auch eine Mastercard, auch Online-Banking. Ja. Okay. Gut, ne? Sind wir bestens ausgestattet. Wie bitte? Ja, da sind wir bestens ausgestattet, sage ich. Kann ich fragen, sind Sie beruflich tätig? Ja. Und als was arbeiten Sie? Als was ich beruflich arbeite, meinen Sie? Ja, richtig. Eierwerfer auf Demonstrationen, da kann man mich mieten. Können Sie es bitte wiederholen? Ja. Noch. Ja, und wenn Sie dann nicht weiter wissen, dann legen Sie einfach auf, direkt im Gespräch. Oder, so wie es sich jetzt hier eher angehört hat, hat wahrscheinlich dann doch wieder irgendein, Teamleiter, Mitarbeiter, Kollege das Gespräch beendet, weil der gecheckt hat, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Tja, schon irgendwie traurig. Aber das sollen unsere netten Bankberater darstellen, die dann mitten im Gespräch einfach auflegen und eigentlich nichts Sinnvolles von sich gegeben haben. Denn alles, was sie jetzt hier so von sich gelassen hat, hatte nichts mehr mit Seriosität und Professionalität zu tun. Natürlich habe ich es ihr hier auch schwer gemacht, keine Frage. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass die da mal ein bisschen was zu tun haben und nicht den ganzen Tag nur rumsitzen und die Kohle einsammeln. Denn so einfach scheint es ja tatsächlich irgendwie zu laufen. Viele Menschen zahlen da einfach ihr Geld ein, ohne drüber zu überlegen, ob das Ganze hier irgendwie unseriös sein kann. Tja, und woher das kommt, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ob die Schulbildung mittlerweile bei uns in Deutschland so furchtbar ist, dass man da direkt nach Abgang der Schule da sein Geld verdienen will, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass da tatsächlich Leute ihr Geld einzahlen. Aber so ist es nun mal. Und von daher teilt sehr gerne die Videos mit allen Verwandten, Bekannten, die ihr so kennt, damit niemand von eurem Umfeld auf so eine gemeine Masche reinfällt. Machen wir mal weiter mit dem dritten Gespräch. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Manuel. Manuel? Ja, was möchten Sie denn? Alex Braun am Apparat. Ich rufe Sie von Finanzunternehmen Deutsch Trader. Es geht über Online-Trading, Online-Handel. Und wen möchten Sie genau sprechen? Herr Manuel Puffelchen. Ja. Es geht über Online-Trading, Online-Handel, Online-Geld zu verdienen. Ja. Sagt das Ihnen etwas? Nee. Das ist eine gute Möglichkeit, Online-Geld zu verdienen. Bestimmt, Sie haben für das Thema gehört, oder? Nicht wirklich, nee. Nicht. Wie kann ich Ihnen denn da behilflich sein? Tja. Das ist hier tatsächlich die Frage, wie kann man dem behilflich sein? Der ruft ja an und möchte euch dabei helfen, euer Konto aufzuladen. Ja, das Schlimme ist der klingt ja vielleicht nicht mal ganz so unseriös, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wie wir ihn jetzt an der Leitung haben. Das hatten wir hier in der Vergangenheit schon deutlich schlechter erlebt. Der hier hat sicherlich den ein oder anderen Erfolg. Und das Dramatische ist, wenn man da einmal sein Geld eingezahlt hat, dann ist das weg. Man sieht seine Kohle nicht mehr wieder. Irgendjemand anderes kann sich dann etwas Schönes davon kaufen, nur ihr habt das, was ihr damit vorhattet, also euer Geld eigentlich damit zu vermehren, ja, im Grunde genommen verspielt. Denn hier seid ihr nur Geld losgeworden, wer da sein Geld einzahlt. Das ist eine gute Möglichkeit, Online-Geld zu verdienen. Ja. Sie können anfangen, mit einer minimalen Summe Ihr Konto zu aktivieren mit 250 Euro. Und die gleiche Summe, Sie kriegen als Unterschuss und Kapital von uns. Und dann für jedes Monat, das für Sie wie ein zweites Einkommen, einen Nebenlohn zu kriegen. Klingt das gut, oder? Was habe ich davon? Alles, was Sie müssen tun, jetzt nur ist, Ihr Konto zu aktivieren. Und damit Sie können dann starten zu handeln und für jedes Monat ein zweites Einkommen zu kriegen. Bestimmt, Sie haben für das Thema gehört, wie das funktioniert, wie kann man heutzutage online Geld zu verdienen. Über verschiedene Möglichkeiten wie Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, DAX, CFDs, alles was möglich zu handeln heutzutage. Ja. Jetzt momentan, es geht über neue Kampagnen für Bitcoin Prime, Bitcoin Motion, Tesla X und Amazon. Und wegen der neuen Kampagne und neuen Angebote, das wir haben jetzt gerade, Sie kriegen ein Unterstützungskapital, ein Bonus von 100% von unserer Seite. Also Unterstützungskapital. So, Sie können anfangen, Ihr Konto zu aktivieren mit 220 Euro, die minimale Summe. Sie können das mit Kreditkarte, falls Sie haben Visa oder Mastercard, Ihr Konto zu aktivieren. Und Online-Banking, falls Sie können Online-Banking benutzen, dann ist es leichter für Sie, Sie können das selber machen. Dann, in Ihr Handelskonto, Sie werden schauen, Ihr Geld, das Sie haben eingezahlt, unsere Bonus und Ihre Profite auch, dass Sie werden für Ihren Tag zu erreichen. Dann, was ist das Wichtigste, Sie können jedenzeit Ihr Geld auszahlen lassen. Sie haben die Auszahlungsmethode in Ihrem Handelskonto und dann Sie werden nur die Summe schreiben, wie viel möchten Sie zur Auszahlung, die Euro wählen, Ihre Name, Vorname, IBAN-Nummer und das Geld Sie werden in Ihrem Konto haben. Zuerst momentan, Herr Puffelchen, wo sind Sie jetzt gerade? Sind Sie zu Hause oder in Ihrer Arbeit? Ich bin zu Hause, ja. Okay, sehr gut. Und können Sie Ihre Online-Banking benutzen? In Ihrem Handy oder in Ihrem Laptop oder in Ihrem PC? Wozu? Okay. So, wo kann Ihnen die Bankverbindung schicken mit 250 Euro?
damit Sie können Sie überweisen zu tätigen. Diese Bankverbindungen sind ohne Steuer, ohne Gebühr. Die Bankverbindungen sind ohne Steuer und ohne Gebühr. Aha, was will uns denn der nette Mitarbeiter vom Trading-Betrug da jetzt genau mitteilen? Bankverbindungen ohne Steuer und ohne Gebühr. Nette Information, aber wo kann ich jetzt eigentlich nichts mit anfangen? Tja, dass da nur wieder Blödsinn bei rauskommt und dass das alles nur dazu dient, die Leute zu verarschen, sollte eigentlich klar sein. Das Schlimme ist, es ist dem Anschein nach nicht klar. Es zahlen immer noch ganz, ganz viele Menschen massenweise Geld dort ein. Weil sie sind reguliert von ECB, Europäische Zentralbank. Und erstmal, wir sind investiert und reguliert von BaFin und Frankfurter Börse in Deutschland. Das heißt, das Geld wird sicher sein für Sie. Machen Sie keine Sorge, machen Sie keine Angst. Das glaube ich nicht. Wieso glauben Sie nicht? Glaube ich nicht. Was glauben Sie nicht? Was Sie sagen. Ja, und das sollte auch wirklich niemand anderes. Also von der EZB kontrolliert und lizenziert. Also das ist ja mal kompletter Blödsinn. Also die BaFin, die passt auf. Die EZB ist ja die Europäische Zentralbank. Was hatten die mit denen zu tun? Also überhaupt nichts. Die Europäische Zentralbank guckt sich nicht die Trading-Geschichten an. Die erzählen einen einfach nur irgendwelchen Blödsinn, damit sich das Ganze irgendwie ein bisschen seriös anhört. Aber unterm Strich macht's das Ganze nicht seriöser, sondern ja, das zeigt eigentlich nur den Betrug auf. Dass die nur Blödsinn erzählen, lauter Wörter auf den Tisch rotzen, nur damit man denkt, oh, das hört sich aber besonders professionell an und oh ja, das kenne ich, das Wort. Mehr Sinn kann es doch gar nicht haben. Das ist doch einfach nur absolut dämlich. Man erzählt, ja, ich arbeite mit der EZB und mit der BaFin und mit der hast du nicht zu sehen, nicht gesehen zusammen. Das ist aber alles Blödsinn. Mit denen arbeiten die nicht zusammen. Das eine ist eine Kontrollbehörde und das andere druckt Geld. Also ich verstehe es nicht. Und das Schlimme ist, die Menschen glauben das, wenn man denen das erzählt. Weil, tja, weiß ich nicht, Wissen ist eine Hohlschuld. So ist es einfach. Wer sich Wissen nicht selbst aneignet, tja, der kann auch vor Fehlern nicht geschützt werden. Das Problem ist, so einfach ist es halt letztendlich auch nicht. Unsere Welt ist nun mal sehr komplex und durcheinander. Aber, naja, ein bisschen nachdenken ist schon wichtig, dass man auf sowas nicht reinfällt. Und um allen einen kleinen Schubser zu geben, damit da wirklich niemand aus eurem Umfeld drauf reinfällt, teilt sehr gerne die Inhalte und schreibt noch ein bisschen was in die Kommentare. Wieso denn? Wo liegt das Problem? Dass sie illegal anrufen. Wieso meinen Sie so? Das ist nur Ihre Meinung. Nee. Ja, das ist eine Tatsache. Ja doch. Nee. Was spricht denn dagegen? Die Unseriösität Ihres Anrufs. Ach so. Bestimmt, Sie haben noch nicht mich verstanden, warum genauso es geht. Was für eine Möglichkeit ist das? Weil Sie wissen noch nicht, was für eine Möglichkeit verlieren Sie jetzt gerade. Nee. So möchten Sie das weiterzumachen, Ihre Konto zu aktivieren und Online-Geld zu verdienen, oder nicht? Ja, nicht bei Betrügern. Das heißt, Sie möchten nicht? Nicht bei Betrügern. Okay, bleiben Sie in Schade dann, weil Sie werden nie Geld zu verdienen. Ich verdiene doch Geld. Ach, ja, ich sehe. Ich sehe Ihren Namen. Ich sehe Ihren Namen in Google. Bestimmt nicht. Ja, auch. Ich Nein. habe für Sie gehört. Ja, doch. Nein. Ja, es Nein. freut mich, das zu hören. Dann bleiben Sie mit nur 500 pro Monat. Ich habe ja viel mehr. Ja, ich glaube das nicht. Sie haben nur 500 pro Monat, das ist ja arm. Ich glaube das nicht. Mhm. Und Sie können gar nicht machen. Egal. Aber Sie sind ja arbeitslos. Du meinst so, oder? Sie sind doch arbeitslos. Ich verdiene nur, also Sie können für einen Tag verdienen. Das glaube ich nicht. Verdienen. Okay? Das glaube ich nicht. Oh, das ist Ihr Problem. Nee, ist kein Problem. Es tut mir leid für Sie. Sie klingen wirklich sehr armselig. Oh, du meinst so. Mhm. Oh, du Kleine. Ja, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, du Betrüger. Oh, schade. Was für ein Baby. Schönen Tag, Baby. Schon wahnsinnig. Dann weiß der Betrüger nicht mehr weiter und er redet einfach nur noch wirres Zeug.
Woher will der denn genau wissen, dass ich nur 500 Euro verdiene? Und woher will der was von mir bei Google sehen, wenn der ganze Charakter ja erfunden ist? Es ist schon einfach nur verwirrend, beschämend und ja, man hat da kaum noch Worte für. Bei was soll das letztendlich dem Betrüger noch bringen? Wenn er weiß, er verdient doch jetzt sowieso nichts mehr mit uns. Kann er dann nicht einfach auflegen? Tja, da fangen sie dann noch an, ihre Spielchen irgendwie zu spielen. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Da muss doch ein abgrundtiefer Hass hinter denen stecken, wenn die hier nach Deutschland telefonieren und die Leute so verarschen und dann noch so einen absoluten, ja, kompletten Dachschadenblödsinn von sich geben. Ich weiß es nicht, mir fallen da keine Worte mehr zu ein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch dazu so einfällt. Und vor allem, vielleicht wisst ihr ja, wozu das noch dient zum Schluss. Ob das noch irgendeine wichtige Bewandtnis hat, den Quatsch da zum Schluss noch irgendwie runterzulabern. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information auf euer Handy oder auch per E-Mail, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.